Hallo, mein Name ist Rainer Krumm, ich bin der Autor des Buches Mentales Training für Piloten und ich bin Mitglied im Arbeitskreis Flugsicherheit vom BWLV. Ich möchte euch jetzt kurz das Schweizer Käsemodell vorstellen nach James Reason. Das kennen mit Sicherheit einige, weil es seit Jahren sehr etabliert ist, aber immer wieder auch falsch verstanden wird, beziehungsweise es ist immer wieder gut, es sich in Erinnerung zu rufen, warum Flugsicherheit so ein komplexes Thema ist und warum ganz, ganz viele Faktoren dazu beitragen, um erfolgreich, aber vor allem auch sicher zu fliegen. Wir haben natürlich in jeder Flugsituation, in jeder Flugsportart immer wieder Gefahren, die letztlich zu einem Unfall führen können. Und dieses Schweizer Käsemodell besagt eben, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Unfälle zu vermeiden. Wenn sie aber quasi nicht entweder vorhanden sind oder auch sehr, sehr löchrig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich größer, dass die Gefahr durchgeht und dass es eben zu einem Unfall kommt. Es gibt klassische Scheiben von dieser Schweizer Käsetechnik quasi. Das eine ist die Technik. Wie gewartet ist mein Fluggerät? Ist alles intakt? Habe ich die Checklisten auch wirklich ordentlich durchgeführt? Wie alt ist das Gerät? Wann wurde die letzte Inspektion gemacht? Der letzte Service gemacht? Und. Das sind lauter technische Aspekte. Dann haben wir aber auch die Organisation. Also wie ist zum Beispiel mein Verein organisiert? Wie gehen wir gemeinsam an so einen Flugtag heran? Im Segelflug natürlich das Thema Windenfahrer, Rückholer, Seilzieher, die ganzen Personen, die da involviert sind. Segelfliegen ist ja auch ein regelrechter Teamsport. Wie ist das Ganze organisiert? Wie gehen wir auch mit Fehlern um? Wie stark haben wir eine Feedback-Kultur, wo wir uns wechselseitig ansprechen und dass das ganze System gut funktioniert? Dann Information und Kommunikation. Einerseits natürlich das ganze Thema Funken, aber auch wie gut bin ich informiert, habe ich meine Notams abgerufen, ist der Wetterbericht gecheckt und so weiter. Das heißt ganz, ganz viele Themen, die natürlich mich auch vor einer Gefahr schützen können. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Erfahrung. Wie viel Erfahrung habe ich? Wie viel Erfahrung habe ich auch bewusst reflektiert? Also es ist nicht nur die Flugstunde, die ich quasi auf dem Tacho habe, sondern auch habe ich mich damit auseinandergesetzt, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was könnte ich besser machen. Also diese ganze Erfahrung oder natürlich auch die Erfahrung, die ich von anderen Piloten lernen kann. Und letztlich, die letzte Scheibe ist immer die Einstellung oder auch das eigene Verhalten. Das heißt, wie ist meine grundsätzliche Einstellung? Bin ich risikoaffin oder risikoavers als Pilot? Und natürlich ganz einfach, was mache ich ganz konkret? Wie sind meine Fertigkeiten, wie sind meine Fähigkeiten und was mache ich ganz konkret? Und das sind lauter kleine Aspekte, die natürlich so eine Gefahr unterbrechen können, damit es eben nicht zu einem Vorfall oder zu einem Unfall kommt. Deswegen seid euch auch immer wieder im Klaren, es sind manchmal Kleinigkeiten, ja, und wenn ihr die schon stoppen könnt, ja, dann kann es sein, dass eben ein Unfall auch nicht passiert. Überlegt euch mal, in welcher Situation wart ihr schon, wo ihr vielleicht gesagt habt, ach komm, das passt heute schon. Oder ja, jetzt habe ich die Checkliste nicht ganz abgearbeitet, aber die hat ja schon immer funktioniert. Oder ich habe jetzt vergessen, den Splint beim Rettungsschirm rauszunehmen oder was auch immer. Das sind lauter Kleinigkeiten, die womöglich dann aber halt zu einem Unfall führen können. Also deswegen seid auch da immer im Klaren, das Käsemodell so bekannt das auch schon ist, es ist immer wieder wert, sich mal zu erinnern, wie funktioniert das Ganze und auch da will ich Sie dringend einladen, besprecht es mit Fliegerinnen und Fliegerkollegen, um einfach gemeinsam zu wachsen. Viel Spaß damit, euer Rainer Krumm.